Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Sims 4. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Wir wollen erstmal das Haus jetzt hier weiterbauen. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen rumprobiert und wir haben da ein kleines Problem. Das Haus sieht zwar ganz cool aus so und ich habe das auch vernommen mit euren Tipp hier, dass wir noch zum Beispiel eine Säule hinmachen könnten. Das würde auch ziemlich cool aussehen. Ich zeige es mal eben, das würde wirklich ganz cool aussehen. Aber irgendwie so ein Ding hier hin und dann irgendwie Batsch oder so. Das Problem ist aber, ich habe schon eben jetzt ein bisschen mit der Anordnung getestet, was die Räume angeht und das kriegt ja keine 8 Wohneinheiten rein. Außer ich gebe euch Minizimmer mit, wo ein Bett reinpasst und das war's halt. Ne? Und deswegen muss ich jetzt hier nochmal ein bisschen umändern. Ich habe aber jetzt schon so viel rumprobiert, dass ich das ziemlich flüssig hinbekommen werde. Ich hoffe es zumindest. Und sollte es doch ein bisschen langatmig werden, dann werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen mit Zeitraffer arbeiten. Das bedeutet, dass ich dann plötzlich eine hohe Stimme habe und das Video doppelt so schnell abläuft oder so. Aber mal gucken. Wir machen erstmal so normal weiter und wir schauen jetzt einfach mal. Ne? Das Ding ist, ich muss diese Etage hier, wo die Terrasse ist, muss ich leider komplett machen. Also komplett machen im Sinne von wie hier unten. Ne? Und das dann hier oben dann zusammen dann die Dachterrasse ist. Das geht leider nicht anders. Das Grundstück ist dann leider einfach zu klein. Muss ich dann irgendwann das hier mal nehmen. Das ist nämlich größer. Ne? Und das wird dann mein nächstes Haus, was ich irgendwann mal bauen werde. Für die nächsten 8 Leute dann. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal machen wir das jetzt hier fertig. Und ich habe aber noch ein paar coole Ideen. Auch so was Wintergarten angeht. Oder so ein bisschen mit Fensterglas arbeiten. Also so über die kompletten Wände. Ne? Ich lege jetzt einfach mal los. Wir gucken mal. Also als erstes muss ich, so leid es mir jetzt wirklich tut, dass ich erstmal alles wieder wegmachen. Das tut mir wirklich jetzt ein bisschen weh. Einfach entfernen. So, das hier genauso und das hier genauso. Und muss jetzt hier die Wände nochmal ganz schnell neu setzen. Ich vertick das eben erstmal nochmal schnell. Nein! So, ordentlich. Nein! Meine Güte. Och, das ist doch scheiße hier! Moment mal eben, so. Kann ich das? Ah, okay, so geht's wahrscheinlich schneller. So, so, so. Und hier genauso. Es tut mir wirklich leid, Leute. Es tut mir wirklich richtig leid. Ich hätte das gerne so gelassen, aber sonst habt ihr alle keinen Platz zum Wohnen. Wisst ihr wie? Und deswegen muss ich das jetzt so machen, Leute. Die Treppen mache ich auch nochmal weg. Denn ich habe mir überlegt, dass ich das hier eckig machen werde. Die Wand muss ich auch erstmal wieder wegmachen. Und genauso muss ich auch die komischen Zäune hier nochmal wegmachen. Die machen wir dann später wieder. So. So, so. Und ich will das jetzt hier eckig machen und hier eckig machen. An diesen zwei Stellen hier vorne lasse ich das so ein bisschen abgerundet. Aus folgendem Grund, so dass ich dann die Treppen wirklich perfekt hier in die Ecke mal reinsetzen kann, was besser ist. Und so haben wir dann gleich nochmal ein bisschen mehr Platz. Wann bitte haben wir hier? Jetzt einfach nur so und so. Und das gleiche hier auch nochmal. Ich hoffe, dass jetzt hier gleich wieder ein Boden entsteht. Haut hin. Na, hier unten müsste jetzt auch wieder ein Boden sein. Haut hin. Haut hin. Okay, cool. Das hätten wir schon mal. So, und das gleiche, das müssen wir jetzt einfach hier oben... Nee, noch nicht ganz. Und zwar... habe ich ja eine Idee hier gehabt. Und zwar 1, 2, 3... 3? Ich mache es mal 4. Dann werde ich das hier so... Moment, das da unten muss ich... Nee, das lasse ich erstmal so. Dann so. Und dann so. Und da kommt nämlich gleich was Raffiniertes rein, was ich mir überlegt habe. Moment, dann mache ich mal hier wieder das hier weg. Den Boden muss ich einfach nur wegmachen. So. Das auch nochmal weg, damit jetzt gleich wieder eine Wand entsteht, ein Boden entsteht, so rum. Und zwar so. Hätten wir. Und zwar wollte ich nämlich hier dann, Achtung, ich zeig's euch mal eben, solche Glasscheiben hier reinhauen. Bam, 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 bam. Geht nicht. Macht keinen Sinn. Wegen der Friese. Okay, da muss ich die Friese wahrscheinlich mal noch löchern. Ich hoffe, dass es daran liegt. Eine Friese will ich aber trotzdem dann hier haben. Jetzt geht's plötzlich. Was ich nicht verstehe, ist, warum macht denn das? Ich will das ja eigentlich, ich will das hier unten haben eigentlich. Moment, ich lösche das ja eben nochmal. So. Okay, so ist besser. Denn, wenn ich das so mache, kriegen wir jetzt hier eigentlich noch eine Friese hin, ohne Probleme. Ich zeige euch das mal eben. So, ne? Und wir haben jetzt hier quasi so eine Art kleiner Wintergarten oder so, was ich eigentlich ganz cool finde. Die Frage ist, ob wir das in den anderen Etagen dann auch machen wollen, das weiß ich gerade noch nicht. Ich mache jetzt hier erstmal die Wände und baue das erstmal so, dass man erstmal wieder weiß, wo die Reise hingeht. Ich habe auch überlegt, ob wir hier vielleicht noch eine Art Balkon dann hinsetzen.
Ich probiere das mal eben aus, wartet mal. Und zwar das hier weg. Den Busch bitte auch mal kurz wegmachen, der stört gerade ein bisschen. Ich habe leider nicht anders rausgefunden, wie ich jetzt hier einen Boden hinbekomme, außer wenn ich das hier so lang ziehe. So, jetzt habe ich hier einen Boden, jetzt kann ich das wieder löchen. Die Friese mache ich nochmal weg eben. Das Coole ist, haben wir hier gleich auch eine Terrasse, was gar nicht so verkehrt ist. Ich sollte sich über das entfernen machen, das würde wahrscheinlich schneller gehen, aber egal. So, und jetzt kann ich hier eine Friese hinsetzen. Hoffe ich. Genau, so. So. Und jetzt Säulen. Moment, bam, 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 bam. So, ja, dachte ich vielleicht. Man sieht, dass ich schon ein bisschen rumprobiert habe, ne? Es geht jetzt alles ein bisschen schneller, aber vielleicht so hier, dass wir hier noch weiterführenden Balkon haben. Also nee, das ist ein Balkon und hier oben machen wir das aber dann vielleicht auch einfach gleich. Dann haben wir oben eine richtig große Terrasse dann. So, ich zieh mal die Wände eben weiter. Ich zieh jetzt mal die Wände weiter. So. Dann hier genauso. Wollen wir dann hier auch solche Glasscheiben hinhauen? Ich meine, warum nicht? Warum nicht? So. Das ist falsch. Das ist so falsch. So ist richtig. Und jetzt machen wir oben mal noch schnell. Ich würde jetzt hier einen Turm hinsetzen. Können den auch mittig machen. Wollen wir mittig machen? Ah, dann wird es schwierig mit der Treppe. Ich setze ihn mal erstmal hier hin. So, so ungefähr, dass der die Hälfte von dem Ding jetzt hier einnimmt. Bis hierhin vielleicht. Dann hätte ich aber gerne so hier. Ich mach mal eins wieder weg eben. Moment. So. Und jetzt so, weil ich hätte das gerne so abgerundet, wie es auch hier ist. Das sieht besser aus. So. Hier schon oder nur eins weiter? Ich will hier oben an sich nur die Bar drin haben. Mehr will ich hier ja eigentlich nicht. Dann so. 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 So, hätten wir. Okay. Und jetzt, ach scheiße, sehe ich gerade, jetzt hier wollen wir ja auch noch Dings haben. Bam. 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 Ich probiere es mal, mal sehen, ob es mit den Fernen schneller geht. Ne, da macht er wahrscheinlich alles weg. Das ist blöd. Das ist dann doof. So hier. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bum. Überraschung. Bum, bam, bum. Okay, das hätten wir. So, und jetzt mache ich hier auch gleich wieder Friese hin, einfach weil es cool aussieht. Ich habe die ganzen anderen Farben noch gar nicht ausprobiert. Also schwarz und wir machen jetzt erstmal weiß. Das ist erstmal okay. Das Weiß passt eigentlich mal ganz gut. So. Guck mal. Okay, dann machen wir mal ganz schnell das Dach hier. Dach, 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 Dach haben wir da. Das wäre natürlich auch cool gewesen mit so einem Flachdach. Das könnte man eigentlich immer noch machen. Ich kann es mal eben ausprobieren, ob ich es hinkriege. Es regnet zwar nicht, haben jetzt alle geschrieben in dem Spiel. Man könnte das auch echt hier so durchziehen, ne? Aber eigentlich, das wäre auch eine Option. Oder vielleicht auch cooler aussehen. Ne? Ich habe eigentlich voll schon den Plan gehabt, wie ich es machen will, aber es würde mir fast auch gefallen. Ich probiere das mal eben so hier. Dann runter. Ruckel, ruckel, ruckel. Und dann könnte man hier auch Säulen hinsetzen. Dann sieht das gleich vielleicht wieder ein bisschen cooler aus, anstatt wenn man hier einfach einen Turm hinmacht. Turm wird da auch gehen. Ich probiere das nochmal aus. Ich will nochmal sehen, wie das aussieht. Ja, ich will die hier haben. Na bitte in Weiß. Ist das jetzt die Farbe? Sehen die irgendwie anders aus und das nervt mich. Das ist die richtige, okay, die Farbe bei mir. Ich glaube, so gefällt mir das. Ich werde das Dach natürlich noch ein bisschen anpassen müssen. Ach, jetzt, komm. Scheiße. Das sieht doof aus. Moment, kann ich das Dach, hier sieht es eigentlich ganz okay aus, so, aber hier sieht es komisch aus. Was ist denn, wenn ich die Säulen hier hin mache? Ist immer noch blöd, wenn ich hier hin mache. Hier ist auch nicht hier, aber ist, glaube ich, das Beste. Dahin. Und dahin. Ja, aber nee, wisst ihr was, ich versuche mal das Dach noch ein bisschen weiter zu bekommen, dass ich noch ein bisschen kriege. So hier vielleicht. Und dann würde das hier auch funktionieren. Okay, das lassen wir einfach mal so. Weg, weg. Das muss ich auch nochmal wegmachen, weil die Farbe nicht hinhaut. Weg.
Könnte auch drüber nachdenken, wir hier eine Säule hinzuhauen, aber nee, ich hab lieber hier in der Ecke. Na komm. Na komm. Na komm! Ist gar nicht so leicht, das ist jetzt hier, da. Nee, das sieht doof aus, das muss eins weiter nach links, rechts hier. So, hier. Und dann gucke ich mal, vielleicht kann ich das Dach ja doch wieder zurückziehen. Achso, das gefällt mir sogar besser, als jetzt hier einen Turm zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hoch ist denn das Ding eigentlich? So. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Moment mal eben. Alter. Also ihr hättet dann auf jeden Fall das höchste Haus, aber ich glaube, hier sieht es besser aus, wenn das niedrig ist. Das ist ein bisschen gemütlicher, oder? Und das könnten wir aber eigentlich gleich lassen hier, die zwei Dinger. Dann könnten wir hier eigentlich auch noch so Glasscheiben reinhauen. Hier vielleicht dann. Würde ich erstmal vielleicht so lassen, jetzt mache ich mal das Dach mal eben ordentlich. Moment. Ganz niedrig. Und ich fand das mit dem Schwarz eigentlich ziemlich okay, weil das dann wirklich so ein bisschen wie ein Flachdach aussieht. Muss ich nur die Farbe wiederfinden, ich glaube, das hier war es gewesen. So, hier. Das kann sich da eigentlich sehen lassen, oder? So, wenn ich das jetzt noch zurückziehe, mal sehen, ob es klappt. Ob das, ob die Säule dann hervorguckt. Ja, die Luken ein bisschen, das sieht doof aus dann, ne? Und die Säulen will ich aber wirklich am Rand haben. Machen wir so. Das ist okay, damit kann ich leben. Dann muss ich vielleicht auch noch eins nach links machen. Geht nicht. Okay, scheiß drauf, lass mal so. So, dann machen wir ganz schnell die Fassade jetzt ordentlich. Ja, die Fassade machen wir erstmal schnell. Also, ich mach die überall erstmal so hier. Und jetzt, will ich das noch ganz schnell anpassen. Hier lasse ich erstmal, weil hier haue ich vielleicht wirklich noch Fensterscheiben rein. Ja, das noch nicht ordentlich gemacht. Also. Also spätestens, wenn ich dann ein Fenster baue, werde ich wahrscheinlich pitchen müssen dann, weil Fenster und so, das ist dann wirklich nicht so spannend. Aber jetzt gerade noch, das ist ja, denke ich, noch okay. Hier macht er das nicht ordentlich, ne? Nee, das ist, macht er nicht einheitlich. Das heißt, Batsch. Dann hier auch. Manchmal so ein Grafikbug, jetzt ist er weg. Ansonsten haut das eigentlich erstmal hin. Hier wollte ich jetzt vielleicht wirklich noch Fensterscheiben reinhauen. Könnten wir machen. Dann hätten wir gleich alles ein bisschen heller. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das mache ich mal ganz schnell. Hier können wir die gleichen benutzen wie hier. Die hier also. Es gibt dann auch übrigens diese großen. Aber das passt jetzt natürlich nicht so gut hier, ne? Weil da müssen wir einen großen und einen kleinen machen. Und das sieht dann bescheuert aus. Also nehmen wir die kleinen. So. So. Und hier oben will ich ja auch welche haben. Ich glaube nicht. Könnt jetzt hier kleine reinmachen. Gibt's gar nicht, oder? Doch hier. Würde auch gehen, aber nee. Ich hier oben mache ich mal nicht. Lass mal. Das heißt, dass ich das hier mal so anpasse. Irgendwas hau ich da auch noch rein. Muss ich mal noch gucken, was. Ich weiß es noch nicht. So, gut. Nee, das können wir erstmal so lassen. Jetzt gucken wir mal ganz schnell. Ich weiß nicht, welche Terrasse. Terrasse hier den Boden, was ich da noch geben will. Weil wir da wieder das Holz machen. Das Holz fanden die meisten, glaube ich, ganz gut von euch, ne? Ich glaube, das hat den meisten ganz gut gefallen. So, hier. Das kann sich durchaus sehen lassen. Wir können drüber nachdenken, hier vielleicht was anderes zu machen. Das ist, wenn ich das komplett mache. Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Aber so, das ist halt so schwarzes Holz dann. Ich glaube, hier oben gefällt mir das besser, wenn das so ist. Und das lasse ich jetzt erstmal so schwarz finden, oder? Das ist gar nicht so leicht, gar nicht so leicht, gar nicht so leicht. Das sieht halt auch sau cool aus. Das ist halt jetzt, ich geh mal nah ran. Guck mal. So ein Holz ist das jetzt hier. Nee, Leute, ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht mal gucken, wir können es ja nur dann immer noch ändern. So, dann, wie machen wir jetzt weiter? Wahrscheinlich mit der Raumaufteilung könnte man es eigentlich schon loslegen, so. Würde ich ja sagen. Machen wir das mal. Und das wird jetzt natürlich, ja, die Zimmer werden jetzt nicht sonderlich groß, ne, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber, das sieht jetzt auch daran, dass das Grundstück einfach recht klein ist und ich habe das Haus jetzt schon versucht, irgendwie trotzdem modern oder stylisch hinzubekommen, also nicht modern, ja doch, mit oben ist schon ein bisschen modern, stylisch hinzubekommen, aber gleichermaßen, dass wir auch Platz haben und, ja, deswegen jetzt nicht traurig sein, wenn ich das erstens jetzt ändern musste, plus, dass die Fenster, Zimmer jetzt nicht allzu groß wären.
Als erstes würde ich hier gerne. Wir machen erstmal schnell die Treppen, damit wir wissen, wie das hinhaut. Treppe. Nehmen wir die. Die fand ich eigentlich ganz cool. Nehmen die mit dem hellen Holz. So hier. Und die hauen wir jetzt. Ich glaube, wenn ich. Ich muss die, glaube ich. Moment, ich muss mal hier gucken. Wenn ich die hier hinsetze, dann geht die wahrscheinlich noch. Ach hier, guck mal, das geht gar nicht. Weil hier das oben zu klein ist. Aber ich habe eine Idee. Wir können das einfach mal drehen. So, so. Und jetzt kriege ich es hier perfekt hin. So. Und jetzt kommt das genau hier raus. Also hier geht es hoch und dann hier raus. Das ist perfekt, das gefällt mir. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch. Kann ich da bitte mal... Am besten nicht gleich die Pinzette. So. Muss ich die Farbe nicht immer neu einstellen. Ach, jetzt ist die Richtung wieder falsch. Okay, drehen. Bumm. Bumm. Wenn wir das dann haben, machen wir gleich los mit der Raumeinteilung. Damit ihr da mal seht, wie groß eure Zimmer wären. So, hätten wir. Hätten wir. Wir können es natürlich auch breiter machen. Aber das kann ich ja später immer noch ändern. Ich würde nämlich das ja eigentlich gerne offen lassen. Natürlich wegen den Fensterscheiben und so. Und hier kommen jetzt jeweils auch Räume hin. Hier und oberste Etage auch. Moment. Hier ist falsch. Hier muss ich irgendwo drücken. Hier ist richtig. So gut, ich schau mal. Hier hätte ich es gerne gleichmäßig zu links. So hier. Jetzt ruckelt es erstmal wieder. Und würde das jetzt einfach eiskalt so durchziehen. So. Und das jetzt so aufteilen. Ich guck mal eben Bett. Und dass ich ungefähr eine Raum, also vom Verhältnis her. Ja, solche wollte ich nicht haben. Ich wollte mal hier. Doppelbettsystem, Diskretion. In deine bessere Hälfte wird dieses Autrinit-verstärkte, hyporeaktive Bett total mögen. Unvergleichlicher Auftrieb, minimaler Geräuschpegel und null Gespringe. Das ist doch perfekt für meine Zuschauer. ich hau's mal hier so hier einfach hin. Okay, alles klar. Ich mach mal noch eine andere Farbe. Das ist jetzt nur zum Testen wegen Verhältnis. Hau's mal das mal hier in die Ecke irgendwie. So, und jetzt Wände. Wände. So, dass es gleichmäßig vier Räume wären. Es geht ja nicht anders. Wir haben ja nur zwei volle Etagen. Und hier rechts will ich keine Zimmer hinbauen. Wir müssen ja auch noch ein Bad setzen irgendwie. So, hier ist es verhältnismäßig fair. Das ist ein bisschen größerer Raum. Der ist leicht größer. Wir könnten auch so machen, dann wäre es fair. Aber das wäre ja bescheuert. Nö, das ist okay so. Und oben mache ich es jetzt genauso eben. Hier habe ich es, glaube ich, angesetzt. 1, 2, 3, so hier? Habe ich so gemacht? Ne, ich glaube so hier, ne? Das habe ich vergessen. Ich gehe nochmal runter. 3 sind das. Okay. Bam. 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 Ich könnte es ja so machen, die 2 von den 8, die wirklich am nächsten dran sind, von meiner Zahl dann, die kriegen die großen Zimmer. Aber da müsste ich halt auch gucken, ob das überhaupt geht, ob ich das so festlegen kann, das weiß ich gar nicht. So gut, das hätten wir erstmal. Die hätten die Zimmer verteilt. Jetzt will ich noch ganz schnell die Toiletten machen und dann machen wir hier Raumgestaltung, also zumindest die Tapete und so.